Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Es haben sich mehrere Leute von euch gewünscht, dass ich meinen Kleiderschrank zeige. Und das werde ich heute machen. Also was alles so für Klamotten in meinem Kleiderschrank drin sind. Und ich würde einfach direkt mal hier mit der rechten Doppeltür anfangen. Also oben sind hier ganz viele Pullis. Und fangen ganz links einfach mal an. Hier ist zum Beispiel einmal ein Nike Polo Shirt von meinem Bruder. Das ist ihm zu klein gewesen, aber mir ist es noch zu groß. Das ist Größe L, ist viel zu groß für mich. Und eigentlich ist das ganz cool, aber ich bin halt wie gesagt noch zu klein dafür. Dann habe ich hier einmal einen Snipes-Pulli, der ist auf dem Max, der ist Größe M, der ist auch noch zu groß. Aber ich glaube, den kann ich bald schon mal anziehen. Dann habe ich hier so einen Nike-Pulli, wo ganz viel auf Nike draufsteht. Der ist auch noch zu groß, der ist auch Größe L. Den hatte ich aber schon mal einmal an, aber halt ein bisschen groß. Dann habe ich hier einen Tommy Hilfiger Pulli, der ist auch von Max, der ist auch Größe L, auch noch viel zu groß, also da passe ich überhaupt noch nicht rein. Hast du eigentlich auch eigene Klamotten oder nur von Max? Ja, habe ich auch noch. Hier ist einmal ein Champions Pulli, den habe ich mir mal gekauft, der ist Größe, Kindergröße glaube ich, da passt mir noch. Dann habe ich hier einen grauen Nike Pulli, der ist auch von Max glaube ich gewesen, weil der ist auch zu groß, auch Größe M, ist auch zu groß. Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Der ist auch, eigentlich, der ist auch M, der ist auch noch ein Stückchen zu groß. Den hast du nicht zu Weihnachten bekommen. Ich meine irgendwie, ja. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, aus diesem Nike. Ich habe Adidas Pulli von Max, der ist auch noch zu groß, der ist Größe L. Der ist Größe L. Übrigens, der Pulli, der war eigentlich ganz cool, guck mal. Da ist eine Waschanleitung dabei. Ja. Habe ich hier einen Nike Pulli, der ist auch noch von Max, glaube ich, oder? Nein, der ist von dir. Ich habe euch beiden gleich gekauft. Ja. Du wolltest noch vor kurzem recht weite Sachen anziehen. Das ist auch noch M. Ist auch, ich habe eigentlich nur M gefühlt. Dann hier einmal ein Merch einmal. Der ist, glaube ich. Hol mal raus. Auch M. Kann man besser sehen. Yeah. Hier. Ash. Ja. Dann hier einmal einen schwarzen Nike-Pulli. Auch M. Oha. Hey, ich würde diesen viel zu solchem anziehen. Der ist viel zu groß. Das Ding ist, du hast vor kurzem noch diese weiten Sachen angezogen. Das ist das ja. Nee, genau. Der Geschmack hat sich verändert. Und du bist auch größer geworden, ne? Hier ist einmal dann ein Lacoste-Trainingsanzug, das Oberteil davon. Dann einmal eine Weste. Einmal ein Nike Tech in Schwarz. Der ist M, aber der ist auch zu groß. Ja? Ist auch so. Guck mal raus sonst. Stimmt, M. Nee, dann habe ich hier den hier. In Grau, der ist in S und der passt. Ah ja. Also, andere war in M? Ja, der ist okay. Der andere ist so groß. Okay. Und dann habe ich hier noch einmal so ein Oberteil von dem Trainingsanzug. Der ist zu klein, also der passt gerade noch. Das gerade noch. Wie 158 Kindergröße oder so. Achso, okay. Der passt noch ein kleines bisschen. Ja. Und dann kommt noch so eine schicke Jacke. Achso. Also das ist hier eine Jacke halt. Ja. Und die ist ein bisschen dünn, aber. Ja. Die hast du zu Weihnachten bekommen, ne? Mhm. Dann bei T-Shirts jetzt. Mhm. Habe ich hier immer ein. Nee, du sollst nicht alles zeigen. Mache ich auch nicht. Ich dachte, du wolltest alles zeigen, was da drin ist. Nein. Also eigentlich. Ein Nike. Also, das ist Adrians T-Shirt. Noch ein Max T-Shirt. Adrians T-Shirt. Also, echt irgendwie. Ich glaube, wir müssen dich ausstatten mit deinen eigenen Sachen. Ich glaube, die T-Shirts sind alle von Max, ne? Ich weiß es nicht. Ist doch. Mir alles zu groß eigentlich, das ist das Einzige, was passt. L, guck mal, L. Mhm. Das ist viel zu riesig. Krass. Ja. Also, sonst auch alles Nike und Adidas hast du gar nicht. Und Lacoste nochmal in Schwarz. Auch von Papa, ne? Papa ist da rausgewachsen, jetzt hast du das. Das war doch mal dein Lieblings-T-Shirt irgendwie, ne? Mag ich aber immer noch eigentlich. Ja. Habe ich lange aber nicht mehr angezogen. Nee, das stimmt. Ja. Das okay. Waren die T-Shirts. Mensch, das ist so ordentlich bei dir im Schrank. Wer räumt denn immer auf? Du? Habe ich hier unten zwei Mützen einmal. Eine weiße, eine schwarze und so ein Loop. Ja. Das ist ein Loop. Ein Loop. Hast du schon mal umgehabt oder nicht? Ja. Ja? Mhm. Dann habe ich hier einmal so eine graue Jogginghose. Mhm. Oh Gott, ich muss alles jetzt zusammenlegen dann. Dann noch eine von einem Trainingsanzug eine Hose. Siehst du aber irgendwie nicht immer alles an, ne? Mm-mm. Habe ich das Gefühl. Nein, nicht mehr. Ja, dann nur noch Hosen. Soll ich auch alle Hosen zeigen?
Ich würde sagen, nein. Also du hast da überwiegend jetzt aber deine. Also von Hosen hast du eigentlich fast alles immer deine, bis auf diese Adidas-Hose, die ist von Max. Ja. Ne? Genau. Und die Jeans. Ach, kannst du mal bitte sagen, weil viele fragten, welche Jeans das ist? Also diese Jeans hier ist von H&M, die heißt irgendwie Relax Fit oder so. Genau. 30 Euro, glaube ich, kostet 30, 40. Ja, irgendwie so um den Dreh. Dann habe Weiß ich ich hier jetzt. eine noch in Hell. Das Das ist aber eine ist Slim Slim Fit, Fit. aber trotzdem ist sie halt ein bisschen größer, ne? Baggy Jeans. Ja, genau. Ja. Und dann noch eine etwas dunkler. Nee, heller eher. Ja, aber Guck mal, dunkler als die. normalerweise wolltest du immer diese hier haben. Relaxed Fit, Ja, die genau. gut, die ist gut. Ja. Ich finde, die ist gut, die ist unten offen, kann man so über die Schulter machen, das ist gut. Ah ja, Jetzt. Socken und so sind auch Ja, schon halt Socken sind diskutiert. Nach kurze Socken, lange Socken, Nike. ne? Ja. Eigentlich überwiegend alles Nike, genau. Dann noch einmal bei den Jacken. Habe ich sehr viele von Max. Ich habe hier einmal. Das war kein Jacke, das ist ein Trainingsanzug, aber das ist auch sowas. Stimmt, Ich ein muss immer noch bisschen. reinwachsen. Dann hier die erste Jacke von Max. Ne, die ist Nee, nicht das von ist Max. deine. Das Das ist ist deine meine. eigene. Ist hier. Die von Max ist die in beige, die du irgendwie ein bisschen farb ruiniert hast. Das hier Ist ist die von das? Max. Ja, genau, in beige. Siehst du die überhaupt noch andere oder? Nein. Nein? Kommt bald, ja. Dann hier einmal schon mal eine Winterjacke, die ist L. Nee. M. Von Adidas, Ist nicht aber ein von bisschen Nike. groß. Oder? Einmal. Die dürfte noch groß, ja, die ist Ja, auch. er ist noch ein Tick zu groß. Die ist. Also ich muss sagen, Ash ist gewachsen. Ich glaube, du bist jetzt ein Tick, Trotzdem groß. bist du zu groß wie ich oder ein Stück größer sogar, ne? Ich weiß nicht. Ich bin 1,68 ungefähr und Ash ist das genauso groß wie ich oder sogar ein Tick größer. Noch eine Jacke, die ist auf, da gehst du richtig unter. Ist es überhaupt eine Marke jetzt hier oder nicht? Weil die kommt auch von Max. Die ist auch riesig. Die ist von wem? H&M? Keine Ich glaube, Ahnung. H&M hatte jemanden gekauft. Auch zu groß, ne? Ja. Die ist Das war auch sie. von Max. Wo Das ist er ist mal so angezogen? eine. Ja. Ich glaube, die kannst du bald anziehen. Oder? Nein. Nee? Ist doch zu groß. Nee, wieso geht die geht? Zeig dich mal. Steht hier sogar. Aber ist echt groß. Nein. Du hast abgenommen, deswegen kommt dir das alles so ein bisschen schlabberig vor, aber ich Nee. finde, die sieht gut aus. Passt. Ja, die könnte ich wirklich anziehen. Ja, echt. Pulli drunter oder so und Die zieh ich dann, mal. ja, Ja, ist echt perfekt. die ist gut. Ich glaube, das war's, oder? Wie viele Minuten? Du hast, frag doch nicht immer nach. Hier habe ich einmal einen Taufanzug von mir und Max. Auf jeden Fall war ich da ziemlich klein, glaube ich. Ja, guck Würde mal, nicht mehr passen. voll süß, ne? Mit so einer Weste und eine Fliege und das Hemd, wo niedlich. So klein. Krass, ne? Ja, da habt ihr reingepasst. Also Ja. jetzt wird natürlich nichts mehr. Jetzt nicht mehr, aber das. Hat Max auch so einen? Nein, das ist der von Max und den hattest du Achso. nachher geerbt von Max. Ich würde sagen, wir gehen einmal zu Max hoch und gucken bei seinem Kleiderschrank so, was da so Ah, das willst du auch alles noch ist. machen. Ich würde aber eine Hose aufgehen. Mal gucken. Aha. Na? Moin. Ich mach grad ein Video. Du machst gerade ein Video? Ja? Du machst gerade ein Video? Ja. Okay. Warum? Nur so. Und ich würde einfach deinen Kleiderschrank durchgucken bis jetzt. Ich habe beide umgezeigt, soll ich deins? Ich mach einfach. Du möchtest aber nicht ausräumen. Nein, nein, ich guck nur ein bisschen. Auch nicht klauen. Ich guck nur ein bisschen. Ja, nur um gucken? Ja. Max, am besten kommst du mit. Das sieht mit deinem halt die Küche morgen. Hast du Ich Angst? muss schwerst Moin! aufpassen. Du weißt schon, dass Das Max ist der Rechte? Nicht. Ja. Achso, Link. So viel dazu, dass er das weiß. Was darf es denn sein? Das war ein bisschen. Ist Also, das hör mal. Ich guck mal ein bisschen, was ich Kleiner dazugefügt Spoiler. Ersch war gestern hier. Hat mich gefragt, ob er eine Sporthose von mir anprobieren darf. Eine habe. andere Hose anprobieren darf. Achso. Oh, noch eine, noch Ja. eine? Das ist meine Liebe halt. Die bleibt bei mir. Deine Lieblingsjacke? Ich mag die schon gerne. Was guckst du da jetzt? Also Max hat auch alles Er guckt, nach ob er irgendwas Farben Schönes hat. sortiert. Ob ich irgendwas Schönes habe, was er vielleicht auch haben könnte. Oder ob er mich fragen könnte, ob ich es noch anziehe. Oder? Oder laber ich gerade Müll? Richtig. Ist das richtig? Oh, siehst du den? Ja, den Der mag ist ich auch sehr gerne. riesig. Gab es bei New Yorker. Zeig Den. mal diesen bunten Pulli. Er Ja, echt zeigt zum ihn Merch, mal. ganz Ziehst du super. den hier an? Echt zum Merch, ja, den ziehe ich auch an. Wirklich? Auf ganz ernst? Willst du So, anprobieren? sie will eine Komm, probier Regenjacke an. haben.
Wie groß ist das? Zu groß. Ich glaube, die ist zu groß. M. M? Was sagst du? Nix. falls du nichts Passendes findest, ja, habe ich hier noch eine Handyhülle mit Auffangschutz, falls du willst. Wozu ist die denn? Nein, die ist, glaube ich, das ist doch niemals M, Junge. Alles ist, glaube ich, ein L. Ist das nicht L? Das ist L. M. Da steht M drauf. Echt? Das ist M. Das ist doch niemals M. Nee. Das ist eher L, würde ich sagen. Das geht gut. Was Neues? Willst du auch noch haben, oder? Ja, willst du genau. Was glaubt ihr jetzt? Das ist alles mal auf dem Blog bei uns war. Ja, wollte ich ja sagen. Ist das. Hast du das geglaubt? Ja, ich hab's doch an dem Abend bestellt. Ich hab doch gesagt, ich auch jetzt. Ach so. Wir haben aber bald Ostern. Das, ja, genau. Wir haben bald Rena. Vielleicht bringt der Osterhase das. Sehr gut. Ja, aber. Das ist gut. Mhm, ist gut. So. Was sagst du denn? Nein, wir hatten letztens, Chris hat, so eine Art TikTok sollte es eigentlich werden. Mhm. An den Propeller da, an den Ventilator gehangen. Aha. Hat sich das so mit einem gedreht. Ah, okay. So, das sah ganz cool aus. Okay, cool. So, erst kontrolliert. Suchst du die Hosen, die beiden? Ja. Wieso, also, welche beiden? Hose 1. Du hast ja schon Adidas von Max. Okay. Ist, du hast schon eine Adidas-Hose von mir. Ja. Sie auch noch eine zweite haben. Ich glaube, die ist von H&M. Der meinte letztens, als ich anhatte, dass sie gut aussieht. Ja, sieht auch gut aus. Aber du nimmst sie jetzt nicht weg. Er wird da nicht reinfassen. Guck dir doch mal an, wie. Du, er zieht auch Schlabberhosen. Du kannst auch mal nach Obelix machen und ein bisschen oben. Ich muss jetzt einmal. Okay. Achso, wir müssen kurz weg. Wir müssen kurz ausschalten. Nike und Adidas. Passt. Ganz, ganz mies. Du willst sagen, dass sie mir nicht passt. Die passt doch. Warum passt dir die auch? Ja, die passt. Ich dachte, die passt dir nicht, weil mir die passt. Aber. Hä? Aber sieht gut aus. Ja, aber schade, du hast schon eine von mir. Ich kann dir einen Link schicken, wo ich die her, glaube ich. Ja, genau, das schicken wir. Ich glaube, wenn man die hier unten aufmachen kann, die wird einkaufen. Kann ich die sicher nicht an? Die behalte ich, du. Ich kaufe die, ja. Doppelter Preis dann. Wie viel hat die denn kostet? Weiß ich nicht. Die kostet 800 Euro, ich weiß es nicht. 800? 100. 100? 100? 80, 100 Euro, ich weiß nicht 100? mehr. 100? 80 oder 100 Euro. Ja, Adidas. Also, dann Nike und Adidas kosten. Nike und Adidas kosten alle so in dem Bereich. Ich finde es zwar nicht. Wie ist es? Ich behalte die Jeans an. Da musst du ein besseres Angebot machen. Ja. Die ist doch, nee, die ist zu lang. Nee, also da hätte, also eine Nummer kleiner wäre sowas von drin. Aber breiter, aber nicht. Ich mag die breiter mehr. Du magst die breiter mehr? Ja. Aber okay. Ich suche gerade übrigens schon mal die Hose raus, aber ich finde sie noch nicht. Aber die gibt es bestimmt noch irgendwo. Bei Zalando vielleicht oder so. Next Month ist es so eine Standard-Adidas-Hose, die man aber unten irgendwo aufmachen kann. Irgendwo findet man die immer. Ja, also, kann sein, dass sie doch günstiger ist, als ich eben meinte. Cool. Haben wir jetzt alles? Hast du jetzt ja alles durchgecheckt? Alles, abgecheckt? Alles durchgecheckt, ja. Du hast mein T-Shirt doch gar nicht gesehen. Willst du die auch noch sehen? Ja. Ach, hast du noch Moment, mehr? Oh mein Gott. Willst du da noch mehr Sachen? Übrigens, Ash meinte auch, dass wir den Pulli cool finden, den ich gerade anhabe. Wo kommt der her? H&M. Ah, okay. Aktuell und? Oder gab es den irgendwann vor Wochen mal? Ach so. Also, nee, ist nicht so alt. Also ja, vielleicht vor einem Monat, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ich habe den gerade zum zweiten Mal an erst. Bist du gar nicht so auf Nike, Ash, oder? Nee. Pfff. Jetzt muss man ein paar neue Sachen finden. Jetzt Nike ist out geworden. Oder wie? Oh, was O? Oh. Das sind teure Marke, ne? Da habe ich mal irgendwann im Schaufenster gesehen, bei, ich glaube, Kult in Sophienhof, oder? Ich weiß es nicht. Wie heißt das hier? Kani. Ja. Das hattest du mir noch geschenkt, irgendwie zu Ostern, ja, oder so, oder Weihnachten. Irgendwann, oder irgendwann weiß ich gar nicht mehr, ob ich das war oder jemand anderes. Oder Nikolaus, es kann alles gewesen sein. Es wird nochmal nachgehandelt jetzt. Wie viel? Wie viel für die Hose? Ich behalte die, ehrlich. 80. Junge, ich behalte die wirklich. 90? Weißt du, ich zieh sie selber oft an. 100. Dann musst du noch höher gehen. 120? Sag mal, wir gucken einfach mal, vielleicht können wir irgendwo unter. Du gibst 150, ja, aber unter der Voraussetzung, dass ich die online nochmal genauso finde. Okay. Nee, nein, also, hallo. Egal. Hätte ja klappen können. Das ist Papa. So, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao.